Maltanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Die einen sagen Begabung, die anderen Talent. Wiederum andere sprechen von Potenzialen oder sogar von einem Gottes Geschenk, wenn Menschen etwas richtig, richtig gut können. Mein heutiger Talkgast ist Alla Bechler aus Schildach im Schwarzwald. Was sie richtig gut kann, bleibt dran! Viele Menschen haben Mühe, die Frage, was kannst du richtig gut, zu beantworten. Häufig steht der Wesenszug der Bescheidenheit im Weg. Dabei kommt man ja bekanntlich weiter ohne ihr. Mein heutiger Talkgast ist Alla Bechler aus Schildach im Schwarzwald. Im Alter von 14 Jahren kam sie mit ihren Eltern von Kirgisistan nach Deutschland. Inzwischen sind einige Jahre vergangen. Sie ist gelernte Floristin, arbeitet bei einem Messgerätehersteller im Schwarzwald und hat nebenberuflich eine kleine, aber feine Agentur für Kinderschminken. Hallo liebe Alla, wie schön, dass du zu Gast bei mir in der Sendung bist. Dankeschön, das hat mich natürlich sehr gefreut für deine Einladung. Alla, ich habe schon ein paar Sachen über dich erzählt. Wer noch ist Alla Bechler in 20 Sekunden? Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, arbeite halt in Vollzeit bei Firmenwege in Schildach und also in meiner Freizeit male ich natürlich meine Porträts und mache Kinderschminken nebenher. Alla, wir zwei haben uns ja bei einem Kindergeburtstag kennengelernt. Damals hast du meinem Sohn beim Kinderschminken ein Tigergesicht gemalt, das mich wirklich zum Staunen gebracht hat. Dann hast du mir gesagt, dass du auch zeichnest und ich habe so für mich gedacht, ja, lass die Alla mal reden. Und dann habe ich im Internet ein Porträt gesehen, das du gemalt hast. Und da war ich nicht nur sprachlos, sondern auch baff. Das freut mich, vielen Dank. Das war ein Porträt von einem Jungen mit ganz vielen Locken auf dem Kopf. Das war wahrscheinlich so ein dunkelhäutiges Kind, das ist mein absolutes Lieblingsbild. Und ich hatte mal eine Fotografin angeschrieben, ob ich das malen dürfte und seine Schwester. Und da hat sie mich dann halt angeschrieben, hat gesagt, ja gerne. Und dann hat sie sogar diese Kinder nachher dann, ich glaube, die wohnen oder leben in Afrika. Und dann hat sie das denen gesagt, dass ich das die gemalt habe und die haben sich super gefreut. Alla, in meinen Augen bist du eine begnadete Künstlerin. Du bist mit 14 Jahren mit deiner Familie von Kirgisistan nach Deutschland gekommen und hast dich immer schon für Kunst interessiert. Wer hat denn als erstes gesehen, was für ein riesiges Talent da in dir schlummert? Ja, natürlich meine Mama und mein Opa. Also meine Mama hat mir immer so ganz viele Albums gekauft, wo ich dann einfach nur so ein kleiner Kritzel gemacht habe. Und dann war es natürlich ein super schönes Bild. Und mein Opa, der hat auch autodidaktisch halt gelernt und der hat mich dann einfach mal gefördert und mal gezeigt, wie das geht und ja. Der hat dich an die Hand genommen, kam aber jemand auf die Idee, die junge Alla noch mehr als nur an die Hand zu nehmen und ganz systematisch wie bei einem Spitzensportler der Förderung zuzuführen? Nee, leider nicht. Also da, ich wollte schon immer als Kind Keramikmalerin werden, aber da, wo wir nach Deutschland gekommen sind, hieß es, das ist ein Beruf ohne Zukunft und deswegen habe ich dann Floristin gelernt. Auf deiner Internetseite schreibst du ja, dass du anstatt Kunst zu studieren, dich für eine Ausbildung eben zu Floristin entschieden hast. Ein Beruf, den du durchaus mit Begeisterung gemacht hast. Das ist wahr. Also ich habe nie bereut, dass ich meine Ausbildung gemacht habe als Floristin, weil das ist ja auch was Kreatives und ja, ich war ziemlich begeistert von dem Beruf. Und jetzt bist du aber woanders unterwegs. Genau, da, weil es halt einfach in Vollzeit unterbezahlter Job als Floristin, deswegen habe ich mich für was anderes entschieden. Alles, was du kannst, hast du dir selbst beigebracht. Ganz genau. Ich habe einfach mein Blatt genommen, Bleistift genommen und dann einfach angefangen. Und dann hat es natürlich super Spaß gemacht und ich habe mich dann mit der Zeit immer verbessert und jetzt, also hoffentlich bin ich richtig gut. Ja, das hoffentlich zeigt es ja schon. Du zweifelst wahrscheinlich wie viele andere auch am eigenen Talent immer wieder, aber von außen wird dir das schon angetragen. Du bist richtig gut. Dankeschön. Ja, viele sagen, Alla, was machst du hier und wieso machst du das nicht zu deinem Beruf? Aber ja, das ist einfach nur mein Hobby und ja.
Also ich habe es ja schon öfters auch versucht. Bei mir sieht es aber eher wie so nach den zaghaften Versuchen eines Kleinkindes aus. Wie machst du das? Was passiert in dir, wenn du zeichnest? Bist du in einer anderen Welt? Ja, ich muss einfach diese Muse haben, die muss mich packen und dann kann es aber richtig los. Also ich kann dann 4-5 Stunden einfach draufzeichnen und dann bin ich ja einfach wirklich in meine eigene Welt und ich liebe das einfach. Und ich muss richtig gute Vorlagen haben, dann kann nichts schief laufen. Spielst du noch mit dem Gedanken, Kunst zu studieren? Das ist immer noch bei mir. Also ich würde sehr gerne noch studieren. Ich weiß halt nicht, ich bin auch nicht mal die Jüngste, aber ich denke mal, irgendwann mal wäre das vielleicht in Fernkurs, gibt's ja auch, oder Fernstudium, gibt's ja sowas auch. Und dann könnte ich vielleicht sein, dass ich da weitermache, ja. Dir steht das ganze Leben noch bereit. Aller, da draußen gibt es so viele Menschen, die Talente, Begabungen, Potenziale haben, sie aber vor sich hin dümpeln lassen. Gibt es etwas, was du ihnen gerne raten würdest? Ja, sehr gerne. Und zwar keine Angsthasen sein wie ich, weil ich habe das nicht getraut. Und ich hoffe, dass die einfach diesen Mut haben, ihr Talente zu zeigen. Und ja, das rate ich denen auf jeden Fall. Alla, darf ich fragen, wie alt du bist? 47. Ich rate dir, dein Talent weiterzuentwickeln. Aber wir sind ja unter uns. Mal angenommen, du hast eine Ausstellung mit all deinen tollen Kunstwerken. Es kommen viele Interessierte. Wen würdest du gerne auf einer Ausstellung treffen und welche Frage würdest du dieser Person gerne stellen? Also ich würde natürlich sehr gerne dich begrüßen auf meiner Ausstellung. Ich aber gleich würde mich sehr freuen, wenn du kommen würdest. Und ich bin ganz großer Fan von Gustav Klimt und von Alfons Maria Mucha. Also diese Künstler mag ich total und ich würde natürlich gerne von denen was lernen. Also wenn ich die sehen würde, würde ich natürlich alles über Kunst fragen, was die können und dass ich dann auch lernen könnte. Liebe Alla, wir sind schon am Ende angekommen. Ich fühle mich geehrt, dass ich unter diesen drei Namen in einem Atemzug genannt werde. Danke, dass du hier gewesen bist. Ich danke dir. Wenn ihr nun neugierig auf Alla geworden seid, so schaut mal auf www.alla-bechler.de. Alla mit 2 L und Bechler mit E. Ich persönlich liebe übrigens ihren Instagram-Account. Was ihr dort zu sehen bekommt, wird euch zum Staunen bringen. Das war Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.